Wäre es nicht schön, eine Fertigungszelle speziell für die Medizintechnik zu haben? Eine Fertigungszelle mit integrierter optischer Messtechnik, die die Fertigungsqualität misst und auch noch bewertet und vielleicht sogar auf unzulässige Fehler reagieren kann? Eine Fertigungszelle mit integriertem virtuellen Zwilling, der die Prozessdaten noch vor der Fertigung bereitstellt, sodass man eine effiziente Prozessüberwachung durchführen kann? Und dann auch noch eine automatisierte Dokumentation aller fertigungsrelevanten Daten und der Messdaten zusammen auf einer zentralen Datenbank. Wir am IFW haben uns zum Ziel gesetzt, zusammen mit unseren Projektpartnern Endocon, Mack Dentaltechnik, dem Gimori Seebach, dem Gimori Digital und Zeiss Optotechnik diese Fertigungszelle umzusetzen. Und das auch noch unter Berücksichtigung der medizintechnischen Anforderungen und der Medical Device Regulations. Als Anwendungsbeispiele haben wir zum einen diese Dentalprothesen von unserem Partner Mack Dentaltechnik und zum anderen diese Handgelenks-Endoprothese von Endocon. Im Projekt Tempoplant werden in der von uns bedachten Prozesskette zu Beginn vom Kunden Geometriedaten in einem passenden Austauschformat zur Verfügung gestellt. Diese enthalten Attribute, die für die Fertigung der Produkte notwendig sind. Diese sogenannten Produkt- und Fertigungsinformationen, kurz auch PMI genannt, enthalten Dinge oder Informationen wie zum Beispiel geometrische Maße, Toleranzen, Materialspezifikationen, Oberflächenbeschaffenheiten. Somit bleiben wichtige Informationen, die später auch für die Qualitätskontrolle verwendet werden, immer direkt am 3D-Modell und dadurch wird die Möglichkeit geboten, auf 2D-Zeichnungen zu verzichten. In einem nächsten Schritt werden die Geometriedaten an die CAM-Planung übergeben. Dort werden geeignete Werkzeuge und Prozessparameter ausgewählt und initiale Werkzeugbahnen zur Fertigung der Bauteile geplant. 3C ist das Bearbeitungszentrum Miltab 700 von DMG Modi Seebach voll in die Software integriert, sodass die Bahnplanung jederzeit schnell auch im Maschinenumfeld überprüft werden kann. Wenn die CAM-Planung dann abgeschlossen ist, übersetzt der ebenfalls in die Software integrierte Postprozessor die Werkzeugbahnen in ein maschinenlesbares Format. Die so erzeugten NC-Codes werden dann an eine sogenannte virtuelle Maschine übergeben. Die virtuelle Maschine ist ein genaues geometrisches und kinematisches Abbild der realen Maschine. Virtuelle und reale Maschine verwenden die gleiche Steuerung. Somit kann der aus der CAM-Planung generierte NC-Code verlässlich virtuell überprüft werden. Das wird zum Beispiel zur Durchführung einer Kollisionskontrolle angewandt. Ein weiteres Highlight in dem Forschungsprojekt Tempoplant ist die Verwendung eines sogenannten digitalen Zwillings. Dieser ist ähnlich wie die virtuelle Maschine auch ein digitales Abbild der richtigen Maschine, das heißt ein gleiches Maschinenmodell wird verwendet. Allerdings ist dieses Modell in eine Materialabtragssimulationssoftware, die eigens am IFW entwickelt wurde, integriert. In dieser Materialabtragssimulationssoftware werden dann Steuerungsdaten von der virtuellen Maschine oder von der richtigen Maschine oder auch der NC-Code aus der CAM-Planung verwendet, um diese anzutreiben. In der Simulation werden dann Eingriffsbedingungen, die beim Eingriff des Werkzeugs in das Werkstück entstehen, berechnet. Das können zum Beispiel Eingriffsbreite, Eingriffstiefe oder der Spannungsquerschnitt sein. Diese Eingriffsbedingungen werden dann verwendet, um auf die Prozesskräfte zu schließen, die während der Zerspannung herrschen. Auf diese Art und Weise können aus einer Mischung aus digitalem Zwilling und virtueller Maschine die kritischen Stellen im Fertigungsprozess identifiziert werden, bevor der Fertigungsprozess überhaupt stattfindet. Und außerdem können auf diese Art und Weise auch Grenzen für erlaubte Prozesskräfte festgelegt werden, was dann später für die Prozessüberwachung verwendet werden kann. Zu Beginn des realen Prozesses wird das Werkstück dem Roboter übergeben und die Hauptsteuerung übernimmt das weitere Handling und die Prozesssteuerung. Der Fertigungsprozess kann beginnen. Zusammen mit der tatsächlichen Fertigung startet auch die prozessparallele Simulation. Dabei werden aus der Steuerung der realen Maschine über eine Netzwerkschnittstelle die Achsdaten an die Simulation übergeben und somit bewegt sich die Simulation exakt gleich wie die reale Fertigung. In der Simulation werden dann virtuelle Prozesskräfte berechnet und simuliert und mit den tatsächlich vorhandenen gemessenen Prozesskräften verglichen. Wenn dort eine gewisse Diskrepanz entsteht, die zu hoch wird, kann dann über die Prozessüberwachung der Prozess gestoppt werden und es werden Schäden dann am Werkzeug, am Werkstück oder im schlimmsten Fall sogar an der Maschine verhindert.
Nach Abschluss der Fertigung übernimmt der Roboter wieder das Handling des Werkstücks und leitet die optische Messung ein. Als optisches Messsystem nutzen wir das Messsystem T-Scan unseres Partners Zeiss Optotechnik. Es handelt sich dabei um einen handgeführten Laserlinienscanner, den wir auch automatisiert nutzen. Dieser Laserlinienscanner wird über einen Tracker räumlich getrackt, sodass über diese räumliche Abbildung eine Rekonstruktion des 3D-Modells möglich ist. Herausforderungen bestehen aktuell darin, dass man Hinterschnitte schlecht messen kann oder spiegelnde Oberflächen. Wir arbeiten aber auch innerhalb des Projektes konstant daran, das Messsystem weiterzuentwickeln, sodass wir immer mehr Messelemente messen können. Die Messdaten nutzen wir zum einen zur Dokumentation. Dort werden die Prüfpunkte in einem Prüfprotokoll abgespeichert. Dies wird auch zusammen mit den fertigungsrelevanten Daten aus der Werkzeugmaschine in einer zentralen Datenbank abgelegt. Zum anderen verwenden wir die Messdaten auch zur Bewertung der Fertigungsqualität. Sollte das Bauteil nicht in der Toleranz liegen, so kann auf Basis der optischen Messdaten eine Adaption des G-Codes vorgenommen werden. Dabei werden die geometrischen Fehler dann automatisiert kompensiert und das nächste Werkstück liegt dann garantiert in der Toleranz. Der Kompensationsalgorithmus nutzt als Eingangsdaten die Werkzeugparameter, zum Beispiel den Durchmesser, die zu kompensierende Operation und natürlich die optischen Messdaten und den zu kompensierenden G-Code. Zunächst hat der Interpreter die Funktion, den G-Code zeilenweise durchzugehen und er kopiert erstmal alle Daten in den neuen G-Code, die nicht zu dieser Operation zugewiesen werden können. Sobald die zu kompensierende Operation erreicht ist, ist die Kompensation aktiv. Die Geometriedaten, die implizit in dem G-Code enthalten sind, werden aus dem Maschinenkoordinatensystem in das Werkstückkoordinaten so transformiert, dass die Messdaten zu unseren Werkzeugwegen passen. Als nächstes wird der Interpolator genutzt. Dieser Interpolator hat die Funktion, dass die Werkzeugwege, sei es eine geraden Interpolation oder eine Kreisinterpolation, in kleine Teile geschnitten werden. Denn im G-Code existieren ja nur der Anfang und der Endpunkt von jedem Werkzeugweg. Diese kleinen Teile ermöglichen es dann auch, komplexe Geometrien und komplexe Fehler zu kompensieren. Dann kann die eigentliche Kompensation stattfinden. Die einzelnen kleinen Punkte werden auf Basis der optischen Messdaten so verschoben, dass der G-Code kompensiert wird und für das nächste Bauteil dann die geometrischen Abweichungen nicht mehr vorhanden sind. Erste experimentelle Untersuchungen haben gezeigt, dass eine Kompensation auf Basis dieser optischen Messdaten sehr gute Ergebnisse erzielt und signifikante Verbesserungen hinsichtlich der geometrischen Abweichungen vorliegen. Die bereits aufgezeigten implementierten Teilsysteme der Fertigungszelle zeigen schon jetzt ein hohes Potenzial in der Fertigung von Implantaten. Dabei dürfen aber keineswegs die hohen regulatorischen Anforderungen der Medizintechnik und der Medical Device Regulations außer Acht gelassen werden. Zusammen mit unseren Partnern der Medizintechnik prüfen wir deshalb nun die Validierung und die medizintechnische Zertifizierung unserer Fertigungszelle, sodass die Fertigungszelle dann auch bald Einzug in die Wirtschaft finden kann.